Hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge hier ein bisschen experimentiert gehabt, alles wieder rückgängig, Safe Game geladen und ja, ich habe jetzt noch so ein paar Änderungen nachgeholt, die wir noch, die ich in der letzten Folge auch gemacht habe, hier Wasser auf und endlich stellen, die Wege reparieren, damit das hier auch erreichbar ist. Und jetzt müssen wir nur noch Folgendes tun. Nämlich uns überlegen, wie wir ein bisschen mehr Wasser kriegen. So, Wasser. Wir können jede Menge Wasser speichern, wenn wir uns noch einen weiteren Damm hier errichten. Denn, wenn wir mal gucken, hier haben wir viel Platz. Ja, hier. Und hier nicht so viel, aber immerhin, das sind zwei Felder. Wir können in diesem Bereich noch jede Menge Wasser stauen. Und deswegen werden wir diesen Damm wegnehmen. Oder ja, der kommt weg. Und wir werden hier einen neuen Damm errichten. So, und das wird einer sein. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist die Forschung wieder freischalten. Das mache ich mal. So, weil das hatten wir schon freigeschaltet. So, und jetzt machen wir hier so einen Damm hin. Und zwar ein Zweier. So. Ja. Moment, ist das der richtige? Kurz gucken. Ah ja, das ist der richtige. So, der kommt jetzt hier hin. Und zwar kommt der hier hin. Bis da hinten. Und hier kommt einfach nur ein Damm hin. Ne, ein Deich. Und noch ein Deich. Und hier bauen wir jetzt eine Plattform. Und hier bauen wir eine Plattform. Und dann kommt hier eine Treppe hin. Und da kommt da und da ein Pfad hin. Da gehen gar keine Pfade drauf, scheinbar. Ist jetzt die Frage. Ich baue mal nur das erste Element davon. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie man das steuert. Und wir werden das alles hier schon abreißen, damit wir hier einen besseren Durchfluss haben. Also. So, und dann warten wir auf den nächsten Tag und darauf, dass unsere Biber hier beginnen. Auf geht's. So, 20 Holzscheite, 10 Planken. Was ich noch nicht gemacht habe, ist hier die zweite Getriebefabrik zu bauen, aber das würde ich jetzt auch auslassen. Die Sprengstofffabrik bauen wir einfach weiter, ist in Ordnung so. Und wir wissen ja, dass gleich irgendwann eine Dürre kommt. Ich würde sagen, wir bauen auf jeden Fall mal noch ein paar Bienenstöcke. Eigentlich würde ich die gerne in einem kohärenten Muster, wie man so schön sagt, anlegen. Das heißt, ich entferne das hier nochmal. Mit Pflanzen. Ne, war richtig. Ne, nicht Abriss. Wir wollen doch die den Pflanzbereich zurücksetzen. So. Also schwupp. Schwupp. Dann pflanzen wir wieder an. Machen wir Karöttchen. So, dann gibt's, wenn das abgerissen ist, hier einen neuen Bienenstock. Und da einen neuen Bienenstock. Dann haben wir nämlich auch ein paar Karotten in der Schnellwachszone. Hier ja auch schon. Und dann machen wir da noch weiter. Das ist nicht super optimal, aber... Ja doch, eigentlich schon. Eigentlich ist das gar nicht so schlimm. So, Essen. Bienenstock. Na, geht noch nicht.
Muss erst abgerissen werden. Ich hätte doch das andere machen müssen. So, also zack, zack. Sonst müssen wir warten, bis es fertig wächst und abgeerntet wird. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu lang. So, schwupp. Schwupp. Brauchen auch viel Ressourcen. Vor allem Planken. So, der erste ist fertig. Wie funktioniert das jetzt? Höhe 1,5. Höhe 2. Ja, und 2 ist das, was wir wollen. So, ich lasse das jetzt erstmal... Höhe 2. Okay, wir können alle weiteren bauen. Vielleicht müssen wir doch 1,5 einstellen. Sonst kann das sein, dass wir hier drüber herfluten. Geht auch 1,8? Nein. Wir lassen mal 2. Ich bin mal gespannt. Wobei, die sind eh auf 1,5 standardmäßig eingestellt. Wir machen mal 1,5 erstmal. Wir gucken mal, wie hoch das Wasser steigt, aber bis hier. Ich glaube, wenn ich es auf 2 mache, dass es dann auch wirklich bis ganz oben steigt. Wir warten mal. So, die Bienenstöcke sind schon da. Das wirklich so viel bringt. So, die haben jetzt aber niedrige Priorität. Weil hier, das hat hohe. So, das ist jetzt schon wieder zu weit von Arbeitern entfernt. Leute, muss ich hier wohl nochmal eine Wassertreppe bauen? Jetzt geht's, okay. Ja, da weiß ich nicht, warum ich den Weg hier gemacht habe. Naja, außer vielleicht, um hier nochmal eine Verbindung direkt zu machen. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. So, hier müssen wir jetzt eh den Ahorn setzen. Ah, mit allen anliegenden Schleusen synchronisieren. Ja, sehr cool. Das ist natürlich... Das ist fantastisch. Sehr gut. Ah ja, da hat der Entwickler echt mitgedacht. Das gefällt mir gut.
So, jetzt haben wir hier noch eine weitere Verbindung für schnelleren Transfer, Verkehr, was auch immer. Da können wir weiteren Ahorn anpflanzen. So, und jetzt die letzte Schleuse ist gleich da. Oh, jetzt fehlen noch die Planken. Wie viele haben wir denn? Ach, sind noch welche da? Na kommt Leute, bevor es dunkel wird. Wir verlängern mal kurz die Arbeitszeit heute. Oh, ist fertig. Ja, cool. Sehr schön. So, jetzt staut sich das Wasser hier entsprechend höher. Jetzt dreht sich's wieder, weil jetzt überqueren wir die Schwelle und das Wasser fließt weiter. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier keine Überschwemmung haben. Haben wir aber leider. Okay, ich weiß, was wir machen können. Und zwar, indem wir da einen Deich bauen. Dadurch müsste es schon besser werden. Weil das ist im Grunde nur hier erhöht. Oh Mann. Doch nicht so gut scheinbar. Oder muss es sich erst einpegeln? Das kann natürlich auch sein. Es tritt hier leider noch immer drüber. Wir müssen da noch einen Damm drauf bauen. Noch ein Deich. Oh, wei, wei, wei. Leute, das war doch, glaube ich, keine ganz so gute Idee. Also, wenn ihr mich fragt, eigentlich müsste es gut funktionieren. Jetzt steigt es halt wieder, wie verrückt. Aber es bleibt jetzt unten. Ja, und dann... Oh. Dann haben wir wieder die maximale Überschwemmung hier. Wie kriegen wir das besser geregelt? Also ich kann natürlich jetzt die Schleuse wieder runterstellen. Wow! Uiuiuiuiuiui. Oh, herrje. So, und jetzt hat sich's beruhigt. Und jetzt ist es im Grunde so wie vorher, ja. Nur, dass wir hier einen größeren Damm haben. Es hat uns also nicht so viel weitergebracht, offen gesagt. Und es kommt trotzdem noch zu den Überschwemmungen. So, wo sind die Brücken? Wie viele Felder haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Aber wir hatten das Problem mit den... Also brauchen wir nur eine
Vierer und eine Dreier, die schalte ich mal noch frei. Und dann machen wir hier an dieser Stelle ein Stück Deich hin. So, ein Damm meine ich. Also, wir reißen das mal ab. Hier kommt ein Stück Damm hin. Damm, 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 Damm. Deich. So. Da kommt dann die Brücke dran. Wo ist er? Ja, das Problem bleibt trotzdem. Ich muss das noch ein Stück weiter machen. Also muss das auch nochmal weg. Brauchen noch ein Stück Deich. Ja, ich reiß mal alles ab. Das müssen wir hier so. Und dann überqueren wir die Brücke, das Wasser mit einer Zweier. Mit einer Dreier und einer Zweier. Das muss erst weg. Ne, doch eine Dreier. So, okay. So, ich hoffe, dass das Wasser dadurch einfach schneller hier durchkommt, ja. So, dann experimentieren wir nochmal und stellen die Schleuse auf 1,5. Und jeden Moment kommt das Wasser drüber. Jetzt kommt es drüber. Jetzt geht's wahrscheinlich noch einmal drüber her. Obwohl, nee, das ist, na, da geht's drüber her. Aber das hatten wir halt früher auch schon. Wenn das Wasser wieder neu einsetzt. Ich denke, wenn es jetzt hier drüber herläuft und das tut's gerade, dann müsste es sich langsam einpegeln. So, jetzt steigt es langsam. Das Ding nehmen wir weg. So, jetzt haben wir einen gleichmäßigen Fluss. Jetzt, na, jetzt sinkt es nochmal zu stark ab. Also die Einpegelzeit ist einfach recht lang. Ne? Jetzt geht es nochmal über die Ufer. Dann schwimmt es hier wieder drüber her. Dann geht es hier übers Ufer. Und jetzt, ich hoffe, dass das jetzt die letzte Welle war. Dass es jetzt dann einfach läuft. Tut es aber nicht. Es sinkt wieder zu stark ab. Mensch, was machen wir denn da bloß? Entweder wir sagen, jetzt ist uns egal, wir leben halt mit den kurzzeitigen Überschwemmungen, aber irgendwie finde ich das nicht professionell. Also, dafür haben wir jetzt halt hier schön viel Wasser. Das ist halt der Vorteil. Und wenn dann halt das Wasser hier leer sein sollte, dann können wir den Damm runterstellen und das ganze Wasser hier läuft nochmal nach für eine längere Fruchtbarkeit während der Dürre. Und die fängt jetzt halt auch gleich an, die Dürre.
Deswegen, ich glaube, dass das halt gar nicht so verkehrt ist, ja. So, den lassen wir mal auf jeden Fall stehen, den Block. Da müssen wir hier nur noch mal ein bisschen was abreißen, damit wir hier noch mit einer Treppe hochkommen. So, jetzt hat die Türe begonnen. So, Wasser sieht gut aus, annähernd 1000. Hier oben sieht's auch nicht so verkehrt aus. In diesem Distrikt sind immer, ja, 92 Wasser, das hält natürlich nicht. Aber gut, es wird natürlich auch noch weiter getragen, also von daher, ich denke, wir bauen mal das große Lagerhaus jetzt fertig. Problem ist für mich immer noch die Kartoffeln und auch die Karotten, dass wir da so wenig haben. Das kommt mir auch irgendwie merkwürdig vor, wenn ich das mal so sagen darf. Nun ja. So, haben wir eigentlich, wir haben Dynamit, ja. Es ist Dynamit da, aber es wird kein neues produziert, weil wahrscheinlich das Papier alle ist, jawohl. Das heißt, wir müssen die Papierfabrik mal wieder einschalten, ja. Jetzt ohne Wasserfluss natürlich Problem wahrscheinlich. Wir haben sehr viel Metall. Das braucht halt sehr viel Strom, dann schalten wir den Schredder mal aus. So. Also viel Sprengstoff, viel ist das nicht, aber wir können vielleicht hier diesen Weg dann jetzt schon mal freisprengen, der mich schon lange stört. Also dieser Teil hier. Landschaftsgestaltung, Sprengstoff. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, einige sterben hier an Altersschwäche. Das scrollt halt auch immer wieder mal durch. Jetzt fehlt Energie. Naja, wir pumpen hier natürlich auch noch weiter Wasser ab. Das heißt, irgendwann funktioniert das hier auch nicht mehr, weil das Wasser hier kontinuierlich weniger wird. Dann nützt uns dieses ganze Reservoir auch nichts. Wobei, wir können ja hier bis ganz runterfahren. Und dann ist das immerhin noch das bisschen, was hier unten drin ist, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre wirklich interessant, hier zu stauen und das Wasser hier umzuleiten, dass das hier so lang fließt. Weil ich dann auch nicht weiß, ob es hier so eine Schwappwelle gibt von da. Oder wir stauen das Wasser halt gar nicht mehr hier. Sondern hier unten.
Oder wir bauen hier einfach eine riesige Staumauer drumherum, dass wir das Wasser hier einfach so hoch stauen. Hier noch eine Mauer drum. Auch das ist möglich. So, ein bisschen Sprengstoff ist schon da. Das ist nicht erreichbar. Dann sprengen wir das mal erst. Dann ist das nämlich wieder erreichbar. So, 5 Sprengstoff noch. So, machen wir erstmal noch ein bisschen Papier. Und ein bisschen Sprengstoff. Einer wird gerade aufgebaut. So, Wasser leer. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. So, und jetzt haben wir für den restlichen Zeitraum der Dürre tatsächlich auch noch Wasser, um hier die Böden fruchtbar zu halten. Also das Konzept ist aufgegangen. Wir sind auch lange nicht an unsere Wasserreserven gekommen. Selbst hier oben ist viel Wasser noch. Also das würde ich sagen, war ein Erfolg. Auch wenn wir hier mit den Überschwemmungen dann zu tun haben. Insgesamt überwiegt doch hier der Vorteil. Zumal die Überschwemmung ja auch nichts kaputt macht. Ja, dann ist halt mal ein Gebäude kurzzeitig nicht benutzbar. Ja, aber das ist immer noch besser, als hier in der Dürre noch 1-2 Tage ohne Wasser zu laufen. Und das hier würde mit Sicherheit nochmal 1-2 Tage halten. Und wir haben jetzt halt nur noch 0,2 Tage. Also ich bin zufrieden damit. Das ist für mich, ist das ein Erfolg. Definitiv. So, wenn wir gleich wieder Strom haben, können wir auch wieder alle Geräte einschalten. Ja, wir müssen noch Wasserräder bauen. Wir könnten jetzt hier Wasserräder hinstellen. Oh, wir müssen dann den Wald ein bisschen verkleinern, die Antriebswelle hier irgendwie langlegen. Das wäre schon noch eine Möglichkeit. Wasser geht uns dadurch ja nicht verloren, weil das ist ja, das sind ja Stelen, das heißt, das Wasservolumen bleibt weiter groß. Wie gesagt, wir haben ein bisschen weniger Baumanpflanzfläche, aber ich denke, damit können wir leben. Nur der Weg geht halt dann hier wieder verloren.
So, der Weg bleibt ja sogar teilweise erhalten. Okay, ich denke, das ist der richtige Weg. So gibt es auf jeden Fall nochmal mehr Strom. Was fehlt denn jetzt? Planken? Ach ja. wäre ganz gut. Moment, wir haben aber noch so viele Planken. Eigentlich gibt es gerade keinen Engpass. An Zahnrädern auch, ne? Machen wir trotzdem wieder an. So, und jetzt können wir, glaube ich, den Rest des Weges hier noch sprengen. Jawohl. Sprengstoff ist schon da. Moment. Oh, das ist zu weit entfernt. Ja gut, da müssen wir jetzt erstmal das Zeug hier sprengen und das hier sprengen. Und dann kommt da noch einmal Dynamit hin. Und dann können wir endlich den Weg hier durchziehen, den ich mir schon so lange hier vorgestellt habe. Sehr schön. Ja, der wird auch gut benutzt. Das ist halt eben sinnvoll hier für die Wasserträger hier. Wenn hier voll ist, dass die hier direkt durchgehen können. Das macht schon Sinn. So, und der Wassertank hier, der neue, den setzen wir auf hohe Prio. Der ist nämlich fast noch wichtiger als mehr Energie. Und dann, finde ich, haben wir in dieser Folge auch genug erreicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.